Hi Leute, ja, es ist soweit, ich habe es endlich geschafft, die Top-Spiele aus dem Monat April. Und ja, es hat einfach, wir haben so viele Sachen gemacht in der letzten Woche wieder, dass ich echt dazu einfach nicht gekommen bin. Also der Stapel von den Spielen, der stand schon hier, aber ich musste immer wieder wegschieben, weil dann wieder das dazwischen kam und das dazwischen und ja. Aber jetzt ist es soweit, es ist fertig und ich präsentiere euch die Top-Spiele aus dem April. Und wir fangen auch gleich mit dem ersten Spiel an, und zwar Detective. Ja, wir haben es gespielt mit unseren Freunden zusammen, weil wir hatten es auf der Spielemesse Essen 2018 gespielt. Und zwar bei der Game Night, so heißt es, glaube ich. Von Pegasus direkt, da hatten wir uns angemeldet, haben gesagt, ach, wir wollen da mal rumspielen, also mitspielen. War auch so, muss ich auch sagen, einer der einzigen Abende, wo wir wirklich richtig gespielt haben. Wir hatten noch daheim dann ein Spiel gespielt, Hero Realms. Ich glaube, dann war es das aber auch. Von 4 Tage Messe haben wir, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war's. Detective haben wir aber uns angemeldet gehabt bei Pegasus direkt, und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen heute Abend schön essen, dann mal gucken, was ihr so alles an Spiele habt und überhaupt mal dran teilnehmen, haben wir auch gemacht. Und da haben wir dann Detective ausprobiert, und zwar so einen normalen Fall für einen Start, muss man einfach sagen, denn wenn man hier jetzt anfängt, ein Krimi-Brettspiel zu spielen, ist Detective eins der härtesten Dinger. Warum? Weil Detective wirklich abverlangt, dass alle am Tisch aufmerksam sind, eventuell sich jeder Notizen macht und so weiter. Es gibt sogar welche, die holen sich extra ein Whiteboard, um alles ranzuschreiben. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber egal. Es ist wirklich ein Kriminalfall, man steckt in der Rolle drin, die jetzt aber auch nicht so auf einem... Also man versucht jetzt kein Rollenspiel damit zu identifizieren. Also ich bin jetzt nicht die Physikerin oder die Forscherin oder sonstiger Kram. Das passiert hier nicht. Man hat halt einen Charakter, fertig, Ende. Der hat eine besondere Fähigkeit, auch super. Aber an sich geht es um den Fall. Und der ist enorm. Denn man hat Datenbanken, man hat Wikipedia, man hat irgendwelche Sachen, Bilder, die man auf einmal findet von echten Menschen, von der Vergangenheit, von irgendwas. Und alles fängt mit einer ganz kleinen Sache an, warum wir eigentlich daher hingerufen werden und warum wir ermitteln. Und dann hat man halt wirklich Zeit, und Überstunden kann man auch machen, ist aber nicht so cool, weil das mag man halt einfach nicht. Und irgendwie, ja, finde ich, wenn man in so einem Fall dran ist und gerade warten muss, dann ist es auch cool, dass man die Überstunden macht. Also das habe ich bei meinem Job auch. Ich kann dann auch nicht einfach gehen und sagen, so, 16 Uhr, Feierabend. Nee, wenn dann irgendwas brennt bei den Kindern, dann muss ich halt 16.10 Uhr mindestens bleiben und mache damit meine Überminuten. Ob ich sie nur aufschreibe oder nicht, ist mal dahingestellt. Können wir auch mal in einem Video machen. Ah nee, dafür habe ich gar keine Zeit. So, ja, aber das Ganze sieht halt so aus. Kommt eigentlich relativ unspektakulär daher. Ich bin auch ganz froh, denn es gab bei der Spielemesse Essen auch so extra Charaktere, die man noch kaufen kann, und extra so eine Neopren-Matte, wo man alles hinlegen kann. Und ganz ehrlich, wir hatten echt geliebäugelt, da unsere 20, 30 Euro auszugeben, um das noch zu kaufen. Haben dann aber gesagt, ach komm, lass uns das erstmal spielen. Und ja, ganz ehrlich, man braucht es nicht. Es ist kein Spiel, kein Brettspiel in dem Sinne, wo man halt Figuren setzt oder Münzen auspackt oder sonst was und das einfach schön ist. Es ist hübsch. Aber ob man es braucht, ist mal dahingestellt. Das Spiel an sich ist recht günstig dafür, was man bekommt. Und es ist so wirklich ein krasser Aha-Effekt. Aber auch viele Stunden spielt man damit. Also es ist nicht so, dass man es kauft und dann ist es durchgespielt und man erwartet schon die nächste Erweiterung, finde ich. Sondern man muss einfach den Fall auch einfach mal sacken lassen. Und das finde ich super. Zusätzlich, wenn man irgendwas herausfindet in dem Spiel, dann hat man die Möglichkeit, manchmal Sachen für später reinzupacken. Und das finde ich krass. Also man hat dann zum Beispiel die 137, weil man eine Kamera überwacht hat, geht man dahin, versucht da nochmal was rauszufinden, findet aber eigentlich nichts raus. Aber die 137, die Karte, die steckt man in den Fall Nummer 4 rein.
Und auf einmal verändert sich natürlich irgendwas oder man hat neue Indizien für Fälle, die später sind. Ja, jetzt kann man halt auch sagen, naja, aber dann spielt das Ding doch durch. Ja, aber es ist wirklich ein enormer Stuff. Also nach dem Fall ist man eigentlich auch kopfmäßig erstmal platt, weil man einfach auch wirklich so viel erlebt hat. Es ist ein erfüllendes Abenteuer, was man dann einfach sacken muss und 2, 3 Wochen später vielleicht den zweiten Fall dann spielt. Also, wer ermitteln will, ist mit Detective richtig gut beraten, braucht aber dafür auch die entsprechende Spielegruppe. Also, man kann hier nicht einfach so irgendwie 2 Leute, die mal Bock haben, mal eine halbe Stunde zu spielen, mit einladen. Würde ich definitiv nicht tun, weil die werden frustriert nach Hause gehen. Denn man braucht hier wirklich viel Zeit. Hier ist es auch, glaube ich, angegeben mit 2 bis 3 Stunden. Muss man auch wissen, ja. Ab 16 Jahren ist das Ganze. Ja, liegt einfach daran, dass halt so viele Informationen kommen, finde ich. Man kann es auch mit Jüngeren spielen, aber ich glaube, das ist noch nichts für welche, die so. Vielleicht, also vielleicht für 14-Jährige. Ja. Aber 12-Jährige, glaube ich, ist dann schon wieder ein bisschen. Da müssen die speziell sein, die 12-Jährigen, dass sie auch darauf Bock haben. Und zweitens ist es halt wirklich, es fühlt sich auch an wie ein echtes Ermittlungsspiel. Also ein echter Fall mit Mord, mit Totschlag, mit irgendwie, mit gefühlt mit allen Sachen, die da auf einen zukommen können. Und deswegen muss man halt mit dem Alter gucken. Zusätzlich muss auch einer in der Gruppe auf jeden Fall lesen. Und zwar lesen können, sonst wird es ganz schön anstrengend. Man hat ganz viele Texte, Wikipedia-Texte über den Zweiten Weltkrieg, den man so, wo man lesen kann, wenn man möchte. Also wo man aber auch sagt, nee, also mal ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Nur die kurzen, prägnanten Sachen, fertig, Ende, Schlüsselwörter aufgenommen, fertig. Ja, und für 1 bis 5 Ermittler. Ja, und weil wir es nun auf der Spielemesse Essen so gut fanden, haben wir es dann halt auch gekauft. Ja, und jetzt ist es halt in unserem Besitz und deswegen auch in den Top, weil es wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel ist. Da haben sich die Leute echt was einfallen lassen und das ist innovativ und sehr cool. Zweites Spiel. Blackstone Fortress. Ja, da, das ist einfach enorm. Ich kann euch da leider auch gar nichts verlinken, außer dass wir mal was gespielt haben. Das war auch sehr enorm, weil wir da wirklich, ich glaube, 15 Uhr angefangen haben und bis 23 Uhr durchgespielt haben. Soll heißen, wir haben wirklich, ist im Grunde auch wie eine Kampagne zu spielen. Man hat halt wirklich immer Felder, die man aufdecken muss. Das ist sozusagen dieses Krisengebiet, wie auch immer, da kämpft man dann, da kommen neue Gegner rein, da muss man ja, versuchen halt diese Spawnpunkte, wo die Gegner wieder reinkommen können, auch auszumerzen, damit die nicht reinkommen. Und ja, dann hat man aber auch, wenn man damit fertig ist, zum Beispiel, man deckt eine neue Karte auf, was als nächstes passiert, halt auch kleine Settings, also wirklich ein Feld. Dann wird ausermittelt, welcher Spieler mit da drin ist, zum Beispiel. Dann stellt er seine Figur da rein oder 2 Spieler, die anderen müssen warten und die kämpfen dann auf engstem Raum gegen Gegner. Dann hat man auch, wenn man eine neue Karte aufdeckt, sowas ein bisschen albern. Zum Beispiel, man hat 20 Sekunden Zeit, um den Würfel oder die Würfel zu würfeln. Man muss eine Straße haben von 1 bis 5 und die übereinander stapeln. Schafft man das, bekommt man wieder was. Schafft man das nicht, dann nicht. Ja, aber das sind so diese Kartenarten, die da drin auftauchen. Das Ganze kommt aber auch mit, ich muss mal jetzt nachgucken, mit über, ah, ich weiß nicht, aber über 40 hochmodellierte Modelle. Also wirklich sehr, sehr cool, sehr schön zum Malen. Man muss aber auch sagen, also wenn man die nicht anmalen will, dann sehen sie halt grau aus, ne? Muss man halt auch wissen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Ich glaube nicht. Aber die kommen halt als graue Miniaturen an und da muss man schon überlegen, will ich das oder nicht? Weil die sind einfach super genial modelliert und wenn man die dann schon zusammensteckt, da braucht man kaum Kleber. Das macht schon Spaß, aber man muss halt auch schon die Techniken haben, zu entgraten, zu vielleicht auch zu basen.
und dann zu bemalen. Das wäre auf jeden Fall ideal, damit man ein schönes Bild hat von den Miniaturen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die zu bemalen, weil wir schon wieder ein neues Spiel haben. Das erzähle ich euch aber beim nächsten Mal. Bei den News auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Ding ist schon heftig. Kostet auch um die 100 noch was, 110, 120 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben es für 100 bekommen. Und ja, da hat man aber auch wahnsinnig viel Spielspaß und natürlich auch Arbeit drin, ne? Also wer jetzt ein Brettspiel auspacken will, spielen will, der ist hier nicht. Also das funktioniert nicht. Man muss erstmal die ganzen Figuren aus dem Gussrahmen rausholen und rausknipsen. Ich glaube, ich habe sogar einen hier. Weil ich immer noch nicht fertig bin, ist der letzte. So sieht so ein Gussrahmen aus. Und dann fängt man an, die ganzen Miniaturen hier rauszuknipsen und rauszu ja, schneiden. Und dann fängt man an zu kleben. Also kann man machen, muss man nicht. Und dann muss man die grundieren. Schwarze Farbe, schwarze Grundierspray, grundieren, dann bemalen mit Pinsel und Acrylfarben. Und ja, das ist nicht in einer Stunde gemacht. Dafür braucht man Tage. Wenn nicht sogar Wochen. Und es sind über 40 Miniaturen, die man erstmal bemalen muss. Und das Problem an der ganzen Sache, wie ich zum Beispiel arbeite, ist ja so, dass ich mir immer das Spiel dann angucke und sage, okay, die Helden, die brauchen wir, die Monster brauchen wir. Dann male ich erstmal das an, dann können wir mal eine Runde spielen und danach auch sehen, lohnt sich das Ganze? Hier ist es so, dass man das nicht weiß. Man hat die Karten, man muss die mischen, dann deckt man die auf und dann sieht man, okay, diese Monster tauchen da drin auf. Also muss man eigentlich alle bemalen. Und ich hatte das Glück, dass mein Kumpel die alle bemalt hat und wir einfach spielen konnten. Aber ein sehr schönes Spiel. Ach so, ja, für. Jetzt habe ich natürlich vergessen, für wie viele Leute. Auch hier für 1 bis 5 Spieler und Spieldauer circa 2 bis 3 Stunden pro Partie. Ja. Zusätzlich muss man sagen, die ganzen Helden haben natürlich total unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Sachen. Und man kann die Figuren, die Helden, alle bei Warhammer 40k auch einsetzen. Dafür sind extra Regeln drin, was das Ganze natürlich für Spieler, die da Bock drauf haben, auch richtig interessant macht, muss ich sagen. So, dann haben wir zwischen zwei Schlössern gespielt, weil meine Freundin hatte Geburtstag und hat es von unseren Freunden geschenkt bekommen. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen von diesem Spiel, weil zwischen zwei Schlössern, finde ich, ist ein total bescheuerter Titel gewesen. Aber der ist super gewählt, weil man wirklich zwischen zwei Schlössern spielt. Zusätzlich ist das Spielmaterial wirklich cool, also die ganzen Karten machen echt Spaß. Einziges kleines Manko, was ich hier sehe, ist, das Spiel ist erst für 3 bis 7 Spieler. Und vorher geht's nicht. Also man kann auch nicht zu zweit mal ausprobieren an sich, sondern man muss wirklich zu dritt sein. Deswegen kommt es seltener auf den Tisch leider. Ab 10 Jahren ist das Ganze und 45 bis 60 Minuten dauert es. Und ja, warum heißt es nun zwischen zwei Schlössern? Weil ich im Grunde zwischen meinem Kollegen daneben spiele und zwischen meinem Kollegen dort. Bekomme also zwei Plättchen auf die Hand und dann schaue ich mir an, packe ich das zu diesem Schloss oder zu dem. Denn mein Kollege da drüben, der spielt ja auch an diesem Schloss und dem Schloss da drüben. Also das hat echt eine Dynamik, die total interessant ist. Denn man muss, also ich als Spieler muss versuchen, dass beide Schlösser gleich viele Punkte machen. Denn das, was weniger Punkte hat, das wird nur für mich gewertet. Und das macht eine echte Schwierigkeit aus. Zusätzlich muss man auch sagen, die Plättchen sind nicht so, dass man darauf guckt und weiß, was sie tun. Also man muss schon wirklich immer wieder nachgucken und überlegen, macht jetzt ein Schlafraum Sinn oder eine Folterkammer? Kann ich da einen Balkon oben raufpacken oder nicht? Und das ist echt schon cool. Müsste man wirklich öfter spielen, damit man auch so richtig reinkommt und dann auch mal nach Siegpunkten geht. Denn wir haben beim ersten Spiel auch wirklich dann irgendwann die Siegpunkte außer Acht gelassen, sondern nur noch gebaut, weil das ist schwierig, dann die Siegpunkte auch im Auge zu behalten, muss man einfach sagen. Also man kann es schwer abschätzen, welches Schloss hat jetzt mehr Punkte. Aber es ist echt cool. Und wer eine große Gruppe hat,
der sollte sich zwischen zwei Schlösser mal angucken, denn es ist echt richtig schön. Ja. So, dann auch eins meiner Top natürlich, der Herr der Träume. Warum? Ja, wer aufmerksam guckt, weiß, dass der Herr der Träume häufig bei mir so das ein oder andere Manko auslöst. Liegt aber auch daran, dass der Herr der Träume wirklich ein anspruchsvolles Spiel ist, was ich nicht gedacht habe, denn ich dachte eher, das ist so ein Kinderspiel. Ist es eigentlich zur Hälfte auch. Aber die Regeln sind simpel, trotzdem cool und interessant, denn da fängt es schon an mit einem Würfelbeutel. Und ich liebe Beutel bei Spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es total interessant, reinzufassen, rauszuholen und nicht zu wissen, was da drin ist. Und dann noch mit diesen Sachen agieren zu können. Also, ich würde es doof finden, wenn ich die rausziehe und dann muss ich sie halt so oder so benutzen. Das geht auch bei einigen Spielen. Aber ich finde es einfach so cool, dass man dann die Würfel, die weißen Würfel für die Watte benutzt. Die schwarzen Würfel sind die Gegnerwürfel, die man dann erstmal auf dem Plan rauslegt. Dann hat das Ganze eine Story, was ich ja immer sehr cool finde. Also wirklich storybasierende Spiele, immer her damit. Ich weiß nicht, warum es so wenige davon gibt. Ich würde eigentlich fast nur die spielen wollen. Nee, es gibt nicht wenige, das will ich damit nicht sagen. Aber häufig ist es so, dass man so ein Spiel kauft, dann spielt man das und dann ist auch gut. Hier kann man das gar nicht, denn es ist eine Kampagne, die nicht aufeinander aufbaut. Das ist das große Manko. Aber es ist halt wirklich so ein roter Faden zieht sich durch. Denn wir haben hier ein Mädchen, was nur auf diesem Bild im Grunde immer zu sehen ist. Und die darf nicht aufwachen. Ja, und ganz ehrlich, es ist ein leichtes Spiel. Also der Schwierigkeits. Also man kann kein Schwierigkeitslevel so einrichten, leider. Irgendwie ist es wirklich so, dass man das abspielt. Also wir haben es auch noch nicht gehabt, dass das Mädchen wach wurde. Und wir sind jetzt bei der dritten. Also beim dritten Szenario im Grunde auf folgend. Also vierte beginnen wir jetzt bald. Und bis jetzt ist sie immer, hat sie immer geschlafen. Ich weiß nicht so richtig. Manchmal ist es halt auch so, dass man wirklich eine Seite umblättert, dann packt man seine Figuren hin, dann macht man Aktion und es tauchen gar keine Monster auf. Dann bei der nächsten passiert wieder mal was. Aber es ist halt auch jetzt nicht so schwierig. Liegt aber auch daran, dass wir einen Gegenstand haben, der schon ziemlich heftig ist. Aber ich wollte es unbedingt mal rezensieren, weil es wirklich was Besonderes ist und weil es echt schön ist. Ja, es ist eine schöne Geschichte, die dahinter steckt. Wahnsinn. Richtig gut. Letztes Spiel für die Top. Ist ja auch ein langes Video trotzdem geworden. Ah, da muss ich mich runterbeugen. Ist Willen des Wahnsinns. Ja, ein Spiel der Geheimnisse für 1 bis 5 Spieler. Und hier dauert so ein Spiel, ich weiß gar nicht, steht hier gar nicht drauf, ist immer ein bisschen unterschiedlich auf jeden Fall. Also 1 bis 5 Spieler, 14 Jahre, 2 bis 3 Stunden. Ja, und Willen des Wahnsinns ist ein App-basierendes Spiel. Ich finde es wirklich richtig cool, es macht echt Spaß. Wir haben das mitgenommen für unseren Rollenspiel-Nachmittag, der dann ausgefallen ist, weil einfach 3 Leute krank waren oder nicht konnten. Und da haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal nochmal eine Runde Willen des Wahnsinns spielen. Haben wir ausgepackt, haben wir gespielt, haben das erste verloren und dann ging es gleich wieder los. Komm, nochmal. Ich möchte ein anderes Setting. Ich möchte mal gucken. Dann kann man in der App sich neue Szenarien einfach kaufen und das macht so einen Spaß. Es ist so erforscht, also man erforscht Räume. Man weiß nicht, was dann hinter dieser Tür ist, was da kommt, was ausgelegt wird. Und das macht so viel Spaß, dass ich über Kleinigkeiten hier wirklich, die mich nicht mal nerven, also die vielleicht einfach irgendjemandem nicht gefallen, dass ich darüber hinwegsehen kann. Denn die Regeln an sich sind super simpel. Wie ich kämpfe, was ich machen muss, total easy peasy. Aber die Story, die dahinter ist, wow. Ja, vielleicht nicht jede, weil wir nicht jede gespielt haben. Aber die, die wir gespielt haben, waren richtig gut,
Hat richtig Spaß gemacht. Wenn ein Ermittler stirbt, dann ist das ganze Ding auch vorbei. Also man muss schon aufpassen aufeinander, man muss sich unterstützen, kann aber auch nicht die ganze Zeit zusammenrennen, denn man beginnt im Grunde den Start hier auf so einem Plättchen und dann gehen überall Türen lang. Ja, und das geht nicht. Also selbst zu viert muss man gucken, dass man sich trennt und jeder geht seine Räume lang, geht untersuchen, dann trifft man sich wieder und ja, es ist auch so eine bedrohliche Stimmung immer dabei, die mir einfach Spaß macht. Die Figuren, darüber habe ich schon mal gesagt, die würde ich nicht mal anmalen, weil sie einfach nicht gut sind. Liegt einfach daran, wenn man dann halt der Herr der Träume in der Hand hat, sind die wesentlich genialer gemacht. Und na, und Blackstone Fortress brauchen wir gar nicht drüber reden. Da stinken die hier leider ab. Aber ist auch völlig egal. Willen des Wahnsinns ist für mich kein Spiel, wo die Miniaturen im Vordergrund sind, sondern die Story ist im Vordergrund. Und da zu ermitteln und herauszufinden, macht einfach nur Spaß. Ja. So. Das war's. Das waren meine fünf. Ich glaube, zwei, vier. Fünf Top-Spiele April 2019. Ja, und ist natürlich immer abhängig auch von der Stimmung und so weiter, was passiert ist. Aber ich finde die echt schon alle ganz gut. Aber sind auch wirklich alles, also fast alles, recht teure Spiele, muss ich sagen. Kleine Spiele haben wir diesmal gar nicht so viele gespielt und haben mich auch gar nicht so berührt. So ist das nun mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Schreibt was unter die Kommentare. Was waren eure Top-Spiele oder was war das Besondere im April oder im kommenden Monat? Wo ihr es ausgepackt habt, gespielt habt und gedacht habt, wow, ist das cool. Würde mich interessieren. Manchmal fehlt uns ja auch so dieser Blick, dann nochmal zu gucken, was machen die denn oder was spielen die. Und das interessiert mich halt. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin alles Gute, euer Tigurio.